Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im Chaoskeller. Ich habe hier eine kleine Besonderheit. Wir packen hier heute einen Voron Trident in 300 mm aus. Die Besonderheit daran ist jetzt allerdings hier, dass dieses Gerät dann in knapp 2 Wochen auf der Maker Faire Hannover am 19. und 20. August live aufgebaut wird. Also schauen wir mal rein. Viel Spaß. Was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, dieses Paket besteht aus 2 Kisten. Eine Kiste sind die ganzen Panels, die gucken wir uns ganz zum Schluss an. Wir gucken erstmal, was in der Hauptkiste so alles drin ist. Und auch ich habe das vorher noch nicht geöffnet. Ich mache das hier jetzt wirklich live und direkt mit euch. Schalten wir mal die Kamera um. Dann seht ihr auch direkt, wie ihr im Prinzip dann begrüßt werdet, was in so einem Paket da direkt alles drin ist. Erstmal ein bisschen Papierkram. Dokumente. Mal auch rein, das finde ich auch mal sehr schön, was da so alles dabei ist. Oh, was ist das jetzt? Sehr geil. Kleine Giveaways mit dabei. Machen das Ganze natürlich auch immer sehr schön. Ein kleines Lineal. Ist das Hammer. Bringen wir mal noch ein ganz kleines bisschen Licht in die Sache hier. Ein kleines Messinglineal. Trusted Manufacturer of Voron Kits. Schon alleine deshalb lohnt sich das wieder. Sehr schön. Wir haben eine Seriennummer von dem Gerät selber schon. Wir haben eine Stückliste, was alles drinnen sein sollte in der Kiste. Ich habe das noch nie kontrolliert, ob das immer alles stimmt. Wir haben ein paar Aufkleber, die ich auch immer sehr schön finde. Und nochmal das Line-Up mit einem kleinen Kalender. Okay. Hierbei handelt es sich jetzt schon, wie es auch auf den Kartons draufsteht, um die Revision C. Und was auch die grauen Herzen überall aussagen, wir haben wieder einen grauen Rahmen, so wie ich ihn damals ja auch schon beim 300er 2.4 hatte. So, gucken wir mal rein. Wir haben hier wieder eine Revo, auch in Grau. 2 Nozzeln. Und das Heizelement selber mit Thermistor. Schon wieder sehr geil, dass da ein Revo mitgeliefert wird. Machen wir mal weiter. Hier haben wir wieder ein Octopus. Das ist ja jetzt auch so das Wort, was ich bevorzuge aktuell, bis das Leviathan kommt. Hatte sich für mich bis jetzt immer leichter und besser flashen lassen als die Fisec Boards, also von dem Big Tree Tech war ich bis jetzt doch dann immer sehr begeistert, dass es auch alles viel einfacher ging. Wir haben wieder ein Netzteil, Meanwell, das 224er, natürlich auch wieder passiv, kein aktiver Lüfter dabei. Ein Cable Kit, heißt hier ist wieder alles Mögliche dabei. Ich sehe schon LEDs, ich sehe einen großen USB auf, keine Ahnung, USB auf USB-C und diverse andere Kabel. Steht auch immer richtig schön drin drauf, was drin ist. Ein Ethernet Cable sogar noch. Ich weiß, ob ich das gerade nicht sehe, aber ich spüre es. Okay. Und diverse andere Breakout-Cables, das ist dann alles, was an Strom ist und so Zeugs. Also sehr viele verschiedene. Hier ist noch einmal dann die Omron und Endstop-Kabel, also alles, was oben Kabelbaum im Drucker ist, ist alles wieder dabei. Super beschriftet.
und wahrscheinlich, wie man es gewohnt ist, auch in ausreichender Länge. Also die sind immer so abgeschnitten gewesen, dass noch ein ganz bisschen Reserve war, aber nicht so, dass es zu kurz ist. Also bis jetzt war ich mit den Kabelbäumen sehr zufrieden. Belts, Chains and Fans. Oh ja, sehr viel Riemen dabei. 6 mm. Den 9 mm Riemen brauchen wir hier ja nicht. Wir haben ja kein Z, was von Riemen getragen wird, sondern von langen Spindeln. Deshalb haben wir hier nur den 6 mm für XY. Wir haben hier ein paar Lüfter für das Nevermore. Eine Messingbürste zum Reinigen. 4 Füße, die jetzt sogar einen hochwertigen Einsatz haben oder eine gescheite Unterlegscheibe drin haben. Die letzten, die ich immer so hatte, die hatten einfach nur den Gummifuß. Und da durfte man die Mutter unten dann immer nicht zu fest anziehen, weil die sich dann durchs Gummi durchgezogen hat oder die Füße dann schief standen, wenn man die unterschiedlich fest angezogen hat. Und dann nochmal 3 weitere Lüfter plus ein paar kleine Kabelketten. Hier ist nochmal Lüfter, 4 Lüfter und ein paar verschiedene Kabelketten. Immer sehr schön eingepackt, meistens kriegt man es gar nicht wieder genauso rein, wie es drin war. Dann gucken wir weiter hier. Wir haben den LAN-Adapter hinten. Wir haben hier wieder einen Isolationsstreifen, der auf die Probe kommt, um die vor Wärme abzuschirmen. Ein SSR, den Kaltgeräte-Stecker-Einsatz inklusive Schalter für das SSR, gleich die Halterung. Wir haben ein Touchscreen da direkt dabei. Das machen wir gleich mal auf. Das möchte ich sehen. Jawohl, wir haben das Big Tree Tech dabei. Version 2.0, aber die TFT 3, also das 4 Zoll, nicht das 5 Zoll. Ich habe gerne das 5 Zoll verbaut. 4 Zoll ist auch komplett ausreichend. Auf jeden Fall direkt dabei. Ich habe vorhin auch schon ein etwas längeres Flachbandkabel gesehen, weil das, was meistens mitgeliefert wird, das ist im Normalfall nicht ausreichend. Also Flachbandkabel, längeres ist auch nochmal dabei, um das Display da auch gescheit zu verbinden. Wir haben nochmal eine MicroSD-Karte dabei mit 32 GB, 2 Vagos und noch ein Kühlkörper. In der Regel ist in der LDO-Anleitung auch immer sehr schön beschrieben, wenn so kleine Gimmicks wie jetzt zum Beispiel der Kühlkörper oder sowas mit dabei sind oder auch die Isolierung für die Probe, wann und wie und wo die dann eingesetzt wird, ist meistens in der LDO-Anleitung sehr schön beschrieben. Elektronikbox Nummer 2, schauen wir auch rein. Das sieht nach den Stepper-Treibern aus. Schade, dass die alle einzeln verpackt sind, aber es sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück dabei. Der ein oder andere wird jetzt sagen, hä, 6, warum braucht er mal 7? Ja, ein 2 Vierer oder so, ja. Beim Trident haben wir 3 Z-Achsen, 3, dann einmal X, einmal Y, einmal E, also reichen hier 6 Stepper-Treiber komplett aus. Hier haben wir verschiedene Boards. Oh, sehr viele verschiedene Boards. Der hier ist meistens für Licht, der Dreier. Das ist der, wo unten hinkommt, unter den Drucker, um dann den Kabelbaum nochmal auf die Platine zu verteilen. Das ist meistens der, wo oben am Boron an den Kopf dran kommt. Das hier ist der Endschalter XY. Was haben wir noch? Oh, das weiß ich noch nicht. Die habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das kommt vorne in den Stealth-Burner rein, um halt hier dann nochmal die Lüfter und so anzuschließen. Da wird das so eingebaut und dann wird der Kopf, glaube ich, vorne einfach nur so drauf gesetzt. Aber das muss ich dann nochmal checken, wie genau das war. Noch verschiedene andere für nicht, glaube ich. Und hier nochmal ein Z-Endstopp. Auf jeden Fall sehr interessant, sehr viele Boards dabei, aber auch hier ist es wieder so, dass in der Regel immer beschrieben ist, wo genau welches Board da hinkommt. Wir haben hier den Input Shaper, heißt das Board auch mit Flachbandkabel. Hier haben wir das Clicky Kit, falls jemand die Clicky einbauen möchte. Hier wieder sehr schön die ganzen Verteiler dann unten für die Elektronik. Hat mir sehr, sehr gut gefallen beim letzten Mal schon. Hier auch wieder ein kleines Print a Steppy. Das ist im Prinzip auch wieder nur ein kleines Giveaway. Man kann sich einen kleinen LDO-Motor drucken
und dann hier so einen Stift und einen Anhänger dran machen, um da ein kleines Giveaway zu haben. Und noch ein bisschen Klebeband für wahrscheinlich um die Paneele dann, dass sie nicht klappern, da abzuschirmen. So. Also schauen wir mal weiter. Hinten auch Kabelschächte und Unterbauten halt, wo man die ganze Elektronik dran machen kann. Hier nochmal ein bisschen die Nutenschoner, dass man da spezielle Sachen hinter einer Nut verstecken kann und dann kommt so ein Schoner drauf, dass man Kabel und sowas nicht mehr sieht. Kennen wir ja auch weitestgehend schon von den anderen Kids, war das auch immer schon gut dabei. Ein Kabelschlauch oder ein Kabelsleeve. Kaltgerätestecker, nichts Besonderes. Und dann hinten die kleineren Kisten noch weiter. So, wir haben ein bisschen PTG, wir haben ein Bowden-Tube, wir haben ein bisschen Werkzeug. Oh, Werkzeug wird auch immer edler. Wir haben wieder ein Teil, dass wir die Einschmelzmuttern, das könntet ihr in neuen Lötkolben einbringen, dann könntet ihr die Einschmelzmuttern damit direkt eintreiben, einbringen, einschmelzen. Wir haben einen Schraubendreher dabei mit einer kleinen, gucken wir mal, mit einem kleinen Sechskant. Ja, 1,5 Hex, aber da ist nichts anderes dabei, also es ist wirklich nur diese 1,5 Hex. Okay. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, wofür ich den jetzt bräuchte, aber es ist immer schön, wenn man extra Zeugs dabei hat. Ja, muss ich euch sicher zu sagen, Kabelbinder, Griffe, Magnete und eine komplette Riesentüte wieder mit Schrauben, Motoren, Einschmelzmotoren. Alles, was man zum Befestigen braucht. Ist immer recht spannend und interessant, so ein Kit auszupacken. Da freue ich mich immer wie Schneekönig, was so alles Geiles jetzt wieder neu dabei ist. Können wir machen mal weiter mit den Motoren. Und wir sehen es jetzt schon, wir haben eine sehr große Kiste mit Motoren. Warum? Weil wir haben ja Z mit Spindeln und dann müssen natürlich auch 1, 2, 3 Motoren mit Spindeln dabei sein. Wir haben 2 größere für X und Y und einen kleinen natürlich dann für den Extruder. Und hinten die Spindeln und was ich jetzt hier schon wieder sehe, was mir sehr gut gefällt, schwarze Spindeln. Sehr, sehr schön. Die Mutter hat sehr wenig Spiel, geht aber trotzdem sehr leicht. Das gefällt mir. Und was ich auch immer wieder cool finde, ist, dass die die kleinen Klammern dabei haben, die man dann ums Kabel drumherum machen kann, um sich seine Motoren zu markieren. Was ist Z1, Z2 und so weiter und so fort. Oder was ist allgemein Z, was ist A, was ist B, was ist E. Kann man sich für die leichtere Orientierung an die Kabel dran machen und natürlich auch die passenden Kabel dann um direkt vom Motor, weil die sind ja nur sehr kurz, um dann direkt vom Motor dann weiterzugehen. Gucken wir mal hier rein, die Linear Rails stehen da drauf und da haben wir natürlich hier eine 12er und 1, 2, 3, 4, 5 9er und das finde ich auch schon wieder sehr geil. Die ganzen Nutensteine spart man sich jetzt, weil die schon fertige Schienen drin haben und nicht nur einfach ein Flachstahl, sondern dem Nutenstein nachempfunden. Haargenau passen die rein, so dass man halt wirklich das Maximum vom Gewinde rausholt, damit ihr euer Zeugs da ordentlich festziehen könnt. Und das halt in 2, 4, in 5-facher Ausführung. Das finde ich ja schon wieder mega geil. Sowas gefällt mir. Über sowas freue ich mich wirklich. Also, sowas macht Spaß. Sowas macht echt Spaß. Guck mal rein in die Motion. Motion, wieder ein bisschen Tube.
Lager, Wellen und so weiter und so fort. Die ganzen Pullis, die wir brauchen, Gears für den Extruder, Federn, sogar noch mit einer Ersatzfeder. Hier haben wir Bearings. Da muss ich reingucken. Wo ist das Messer? Messer weg. Mal rein. Das müssten die Auflagelager sein, würde ich vermuten, für, jawohl, für das Z. Auf diesen Dingern oder in diese Dinger wird dann nachher das Z aufgelegt. Das heißt, der innere Teil ist mehr oder weniger eine Kugel und das äußere ist so halb freischwingend bis zu einem bestimmten Punkt. Und so kann sich das Bett halt relativ frei bewegen und dann natürlich auch dementsprechend ausrichten, wenn ihr dann das Homing da fahrt. Drei Stück natürlich. Der Z-Entstoppstift, nochmal ein bisschen Schleifpapier. Okay, weiß ich noch nicht genau, wofür das jetzt sein soll. Pushfittings, nochmal einiges an Klebeband. Zu dem Rahmen, glaube ich, muss man nicht besonders viel sagen. Viele von euch kennen diverse Rahmen, haben auch im letzten Unboxing zum 300er da hinten, ich verlinke es mal oben, haben auch schon den grauen Rahmen damals gesehen. Hier wird sich, denke ich, nicht so viel getan haben. Die Qualität war schon echt gut. Die Löcher sind alle schon drinne. Die Gewinde sind dann, gehe ich davon aus, auch schon vorgebohrt. Jawohl, Gewinde sind drinne. Also da gibt es nicht wirklich was zu sagen. Der Trident hat halt ein bisschen mehr Rahmen, deshalb sind hier ein bisschen mehr Profile drinne. Aber wie gesagt, hier gibt es jetzt, glaube ich, nichts Besonderes zu sehen oder zu zeigen. Es ist aber wieder schön, dass so einer dabei ist. Und ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt so mehr oder weniger immer auf so einem grauen Rahmen hängen geblieben. Nichts gegen schwarz, aber irgendwie, ja, ich bin auf grauen Rahmen hängen geblieben. Und dann gucken wir mal noch in die Buildplate rein. Dann schauen wir mal drunter, wie wir es gewohnt sind. Eine schöne, große, goldschimmernde Federstahlplatte mit gleich Magnet unten drunter. Die Platte ist jetzt so, dass eine Seite glatt ist und eine Seite strukturiert bei mir. Wie gesagt, den großen Magnet gleich mit dabei, passend dazu. Wir haben schon eine fertige Heizmatte, wie es wieder aussieht, mit 220 Volt. Schon alles komplett vorbereitet. Oh. Also hier sehr schön großflächig, vollflächig, wirklich das Maximum rausgeholt aus dieser Platte. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Matte auch noch mal mehr oder weniger verschraubt. Warum die jetzt dann noch mal verschraubt ist, weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich das noch raus. Wir hätten verschiedene Aufnahmepunkte frei. Aber auch schon die Heizbettsicherung mit 125 Grad ist schon drauf. Thermistor ist verbaut und auch die Heizung ist hier schon komplett verklebt. Muss man sich um gar nichts mehr so richtig kümmern. Wir hätten noch verschiedene Möglichkeiten, noch Sachen anzubringen. Da hat es noch ein paar Löcher frei. Ansonsten auch wieder schön dick und ja. Das war jetzt mal das Kit. Wir gucken uns gleich noch die Paneele an. Ein Riesendank geht nämlich noch raus an Y-Food. Ich trinke das schon eine ganze Weile und bin deshalb umso glücklicher, dass Y-Food jetzt auch hier das Chaos im Keller unterstützt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und wir haben jetzt sogar einen Gutscheincode für Y-Food, nennt sich ChaosCrew-Twitch. Kriegt ihr ein paar Prozente drauf auf euren Einkauf. Ich finde es halt einfach praktisch, so eine kleine Trinkmahlzeit für zwischendurch, gerade wenn man viel im Stress ist, nicht viel Zeit hat, am Vorbereiten ist, im Streamen ist. Oder wie jetzt letzte Woche auf dem Spürmontag, wenn man das Boot zusammenbaut und da in Action ist und nicht viel Zeit hat, da irgendwie noch Essen mitzuschleppen und aufzubauen, da nutze ich dann gerne mal das ein oder andere Fläschchen von dem Y-Food. Meine Favoriten sind dabei das Crazy Coconut
und das Pistazie. Das sind so meine zwei Favoriten. Auch gibt es das Ganze nochmal in vegan. Checkt das mal aus. chaos-drucker.de/yfood oder der Gutscheincode chaoscrew-twitch. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, für die Unterstützung. Okay, packen wir das mal alles wieder hier rein. Mal gucken, ob ich es wieder reinbekomme. Und dann geht es jetzt weiter mit den Paneelen. Wieder ein Karton im Karton. Und hier steht es auch riesengroß drauf. LDO 300 Panel Kit. Und wir gucken hinein. Alles sehr schön gepolstert. Sehr schön abgeklebt wieder. Und dann auch nochmal alles in Plastik eingewickelt. Aber wie gesagt, alles, damit es halt auch heile bei euch ankommt. Weil solche Panels ja auch dazu dienen, sehr schnell kaputt zu gehen und zu brechen. Ich packe die jetzt nicht alle komplett aus. Ich meine, wir wissen alle, wie solche Panels aussehen. Ich habe das auch schon, wie gesagt, beim 300er damals, habe ich erst so, das ist gar kein Alu-Dibond, das ist halt irgendein Acryl, aber es ist ja gutes, hochwertiges Acryl gewesen. Die Bodenplatte hat sich bei mir bis jetzt noch nie verzogen, was mir beim LDO-Kit auch sehr gut gefällt. Alle Kanten, jedes Panel, jedes einzelne Panel ist an der Kante her entgerade. Das heißt, wir haben nirgendwo scharfe Kanten, die sind alle schön mit einer Phase versehen. Unterseite jetzt nicht, zumindest nicht hier in diesem Ausschnitt, aber ringsherum. Und auch alle anderen Panels, die ich jetzt hier so erblicke, sind alle ringsherum angefasst. Also wieder ein sehr, sehr schönes Kit. Ich freue mich jetzt schon drauf, das zusammenbauen zu dürfen. Wie gesagt, wer das live erleben möchte, wie gesagt, dieser Drucker wird live auf der Maker Faire in Hannover zusammengebaut werden. Die Maker Faire, je nachdem, wann ihr dieses Video jetzt hier seht, ist am 19. und 20. August 2023 oder sie war vielleicht schon. Dann wird es das Video bestimmt auch nochmal, wenn das schon war, dann wird das auch hier oben verlinkt sein. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder auch live auf der Messe. Guckt gerne mal auf Twitch vorbei, da finden auch die ganzen Livestreams statt und auf meinem Zweitkanal, da werden die ganzen Streams dann auch nochmal zu sehen sein, die es da schon gab. Bis dahin, ich wünsche euch was, Happy Druck und sowas. Ciao.